Hallöchen, hier ist wieder euer Doc und ich begrüße Sie wieder zurück zu einer neuen Folge Minecraft. Und heute beschäftigen wir uns mit dem Häuschen von Flanders. Okeli dokeli. So beginne ich heute mal die Folge. Ich glaube, Flanders, den sollte jeder bei den Simpsons kennen. Wir hatten ja schon vor langer Zeit mal das Häuschen aus der Spiel-App gebaut. Heute wollen wir es aus den Folgen der Simpsons bauen. Vor uns siehst du natürlich nur den Vorbau. Das Original wird sich im Blockmaterial verändern, aber ansonsten siehst du schon hier das Original. Dann würde ich mal sagen, beginnen wir jetzt mit Flanders Häuschen. Da würde ich mal sagen, brauchen wir erstmal wieder Blockmaterial. Um mit Flanders Häuschen zu beginnen, holen wir uns einfach mal ein bisschen hellgraue Keramik raus, hellblaue Keramik, orange Keramik, Purpurstufen. Dann würde ich mal sagen, für unsere Fenster und sowas, ich nehme jetzt einfach mal hellblaues Glas und Glasscheiben davon. Du kannst natürlich auch jede andere Farbe nehmen. Dann holen wir uns noch ein paar Steinstufen raus, polierte an die Treppen und davon nochmal die Stufen. Bevor wir natürlich gleich losbasteln hier mit Flanders Häuschen, wollen wir erstmal noch die Abstände klären. Es gibt da bestimmt den einen oder anderen, der möchte sich gerne noch ein Zäunchen basteln. Ich kann euch da nur empfehlen zu den Seiten. Ich würde mal sagen, so etwa 5 Blöcke oder 4 Blöcke. Ich habe jetzt hier auf der linken Seite einen 5er Abstand zum Zaun und auf der anderen Seite nur einen 4er Abstand. Ah, da muss ich noch überlegen, ob ich den doch noch auf 4, auf 5 erweitere. Das hat dann immer was zu tun mit dem Simpson-Haus, wie das wohl wird. Naja, ansonsten ist dann noch die Frage, wie viele Blöcke nach vorne weg, wenn wir jetzt natürlich davon noch eine Straße haben. Ich empfehle euch mal so 10 Blöcke, könnt ihr ruhig Abstand lassen. Ihr könnt natürlich auch weiter nach hinten gehen, aber ich finde so 10 Blöcke ist ein guter Abstand, den man vorne weg zur Straße haben kann. Ja, da fangen wir jetzt erstmal mit unserem Grundriss an von unserem Häuschen von Flanders. Dann nehmen wir unsere hellgraue Keramik einfach raus und dann ziehe ich mir erstmal eine gerade Reihe lang von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Blöcke erstmal gerade lang. Dann würde ich sagen, gehe ich dann hier ab dem 14 Block noch einmal nach vorne und da setze ich mir noch 1, 2, 3, 4 weitere Blöcke einfach mal vorne hin. Jetzt wollen wir natürlich hier schon langsam so leicht unsere Garage vorne kennzeichnen. Ich lasse jetzt hier einfach mal von unserem Block, den wir jetzt hier so nach vorne gezogen haben, 5 Blöcke einfach mal zur Seite Platz und ab dem 6. Block setze ich mir dann noch einen weiteren Block hin. So, diesen Block können wir jetzt einmal nach hinten ziehen. Da würde ich noch sagen, setze ich noch hier, also jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 Blöcke einfach mal hier an der Seite nach hinten weg. Jetzt können wir uns natürlich ein bisschen Zählerei sparen, indem wir jetzt einfach mal, wenn wir hier hinten halt ja, uns das langgezogen haben, einfach mal hier die Reihe nach rüber ziehen hier und dann natürlich nicht weiter, als jetzt vorne ist und dann können wir das hier auch noch in der Mitte zuziehen. Der Grundriss steht für unser Flanders-Häuschen. Jetzt wollen wir das Ganze natürlich noch ein bisschen in die Höhe ziehen. Und zwar, ich fliege jetzt hier erstmal vorne hin, baue unsere Garage. Das würde ich hier mal sagen, auf eine Höhe von 5 Blöcke reicht das Ganze mir. So, was haben wir jetzt hier? Hier haben wir jetzt 4 Blöcke. 5 Blöcke mache ich mal einfach mal hin. Und genau auf der anderen Seite machen wir es auch nochmal. Einfach mal hier so eine Schicht von 5 Blöcke. Wir sollten nicht weitergehen, als wir das schon hier haben. Also 4 Blöcke an sich ziehen wir hier auf eine Höhe von 5 Blöcke. So, dann haben wir schon mal ein bisschen unsere Garage gekennzeichnet. Die können wir eigentlich auch gleich ja, fertigstellen. Das heißt, ich verbinde mir jetzt hier Vorderseite oben mit der letzten Reihe. Lasse an den Seiten mir 2 Blöcke Platz und setze mir hier so eine kleine Pyramide einfach mal in der Mitte rauf. Und dann ist die Garage erstmal somit fertig. Jetzt kommt ein bisschen Massenarbeit und zwar wollen wir den Rest natürlich auch noch hochziehen. Der hat eine Höhe von insgesamt 11 Blöcke. Das heißt, wir setzen hier noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 weitere Blöcke rauf. Somit, dass wir dann 11 Blöcke insgesamt haben. Das können wir dann hier hinten einmal diesen kompletten Komplex nochmal nachziehen. Haben wir denn unser Häuschen auf 11 Blöcke hochgezogen, geht's weiter. Und zwar wollen wir jetzt bei der Garage nochmal anfangen. Und zwar der hintere Teil hier, würde man sagen, hier eine Ebene über unseren Seiten hier, können wir eigentlich hier auch nochmal einfach alles ausfüllen. So, dann haben wir das auch schon mal zu. Und jetzt kommen wir jetzt erstmal zu den Seiten von unserem Häuschen, damit wir so ein bisschen schon, ja, sage ich mal, das Dach auch langsam schon anfangen können. Ich lasse jetzt hier einfach mal zur Seite, würde mal sagen, ja, 2 Blöcke wieder Platz. Und dann setze ich mir eine Ebene einfach mal rauf. So, auf der anderen Seite lassen wir auch 2 Blöcke Platz. Und das mache ich jetzt einfach, bis ich jetzt hier oben einfach mal ankomme, lasse ich immer 2 Blöcke Platz. Und in der Mitte ganz oben setze ich nun einer hin. So, andere Seite wollen wir natürlich mitziehen. Das heißt jetzt einfach mal, wir lassen wie immer 2 Blöcke einfach mal an der Seite Platz. Ebene rauf. Ne? Achten wir mal drauf, dass wir 2 Blöcke Platz haben, bis wir einmal oben ankommen. Und in der Mitte setzen wir dann noch einen Einer hin. Sehr schön. Jetzt können wir schon mal anfangen mit dem Dachbau. Ich würde sagen, wir beginnen erstmal mit dem oberen Dach. Ne, da ist ein bisschen mehr Arbeit. Haben wir auch ein bisschen was zu tun.
Wir nehmen uns für unser Dach natürlich die hellblaue Keramik einfach mal raus. Ich fange jetzt hier an der Seite an. Wir setzen oben einfach an der Seite hier einfach mal erstmal einen Block hin. Dann geht es einfach rauf, dass wir immer halt, ja, die blaue Keramik genauso raufsetzen, wie es hier ist. So, bis zur anderen Seite geht es dann hier wieder runter. Und an der Seite nur noch einen Block ransetzen. So, das ist natürlich unser Dachmaß. Das können wir einmal bis zur anderen Seite hier komplett zuziehen. Und wer möchte, kann auch schon gleich ein bisschen Bonusarbeit machen. Und das heißt dann natürlich das Dach auch gleich einfach mal einmal überstehen lassen. Natürlich auf beiden Seiten. So sollte das Dach dann aussehen, wenn man natürlich das einmal zuzieht. Natürlich auf beiden Seiten lässt man es dann noch einmal überstehen. Wir sind aber noch nicht ganz fertig mit dem oberen Dach. Wir fliegen einmal oben in unsere Mitte hin. Hier ist ja nur noch eine Strebe. Die wollen wir ein bisschen dicker machen. Wir lassen jetzt an der Seite eine Blockreihe so Platz. Und setzen jetzt hier einfach mal noch eine weitere Schicht hier einfach mal oben rauf. Auf der anderen Seite machen wir es genauso. So, dann ist das Dach schon mal oben ein bisschen stabiler. Ja, wenn wir das denn soweit haben, geht es weiter. Und zwar wollen wir jetzt natürlich noch unsere Garage fertig bauen. Ich setze jetzt hier einfach mal an der Seite natürlich auch wieder eine Blockreihe hin. Darauf dann natürlich hier gleich wieder so eine Zweierschicht. Und dann kommt hier natürlich hier oben ein paar einzelne Schichten einfach mal hin. Also eigentlich, wir setzen hier genauso wie wir das Dach haben, auch die Blockschicht einfach mal ran. An der Seite natürlich hier wieder die Einerschicht. Das Ganze können wir natürlich ja auch wieder eine Schicht einfach mal überstehen lassen. Und das wollen wir auch noch ein bisschen dicker bauen. Mir gefällt es noch nicht. Ich würde mal sagen, jetzt hier auf diesen zwei Einerschichten hier unten, da würde ich nochmal eine Ebene mehr ransetzen. Lass vorne dann eine Blockschicht noch frei. Dann so ein bisschen dicker. Und ganz oben setze ich mir auch nochmal eine Schicht hin, aber lass nach vorne dann weg noch zwei Blöcke. So, auf beiden Seiten. Und das Dach doch ein bisschen dicker und gefällt mir auch. Aber damit sind wir mit den Dächern noch nicht fertig. Wir schnappen uns mal unsere polierten Stufen und Treppen, denn unterm Dach wollen wir noch ein bisschen was platzieren. Und zwar, ich beginne erstmal bei unserer Garage. Ich setze mir jetzt an den Seiten hier einfach mal erstmal ein paar Stufen unter. Ist eigentlich hier mal so ein bisschen der gleiche Ablauf wie von der Garage und beim großen Dach. An sich benutze ich die Treppen immer hier bei solchen Übergängen. Setze ich mir die hin, hier oben natürlich in der Ecke. Setze ich mir dann auch nochmal eine Treppe so nach vorne gerichtet einfach mal hin. Und immer unter den geraden Stellen kommen dann die Stufen zum Einsatz. Das haben wir natürlich hier einmal bei der Garage gemacht. Und das gleiche Spiel machen wir dann natürlich auch hier beim großen Dach. Also immer unter geraden Stellen kommen die Stufen. Bei Übergängen benutze ich dann eigentlich immer die Treppen hier oben in der Mitte natürlich so eine Treppe nach vorne gerichtet. So an sich, ne? Und unter die geraden Stellen kommen dann ganz einfach die Stufen. Wenn wir dann das Dach fertig haben, geht es weiter. Und zwar, du siehst bestimmt schon, ich habe schon wieder was gemacht. Und zwar, ich habe mir schon so alles vorgemarkert, wo wir jetzt ein bisschen was weghauen, um dann später unsere Türen wie Fenster zu platzieren. Wir beginnen dann natürlich erstmal auf der Vorderseite. Ich würde mal sagen, natürlich dann hier, wo dann später auch unser Haupteingang ist. Ja, wir fangen dann erstmal an, hier ganz normal auf der linken Seite. Wir werden uns jetzt hier erstmal ein Fenster reinhauen. Die Fenster haben hier immer so ein Maß von 3 Blöcke an sich in der Höhe. Ich lasse jetzt hier an den Seiten 2 Blöcke Platz und natürlich eine Schicht. Und dann schlage ich mir hier einfach mal so ein 2x3 großes Fenster rein. Gehe weiter, lasse mir eine Reihe Platz. Dann schlage ich mir hier meine Tür rein. Die hat eine Höhe von 4, eine Breite von 3 Blöcken. Das heißt, bis einmal nach unten schlage ich mir hier alles weg. Nach der Tür geht es dann wieder weiter. Wir lassen eine Reihe wieder Platz und schlagen hier eigentlich genau das gleiche Fenster rein, wie wir begonnen haben. Also ein 2x3 großes Fenster. Dann richten wir uns einmal ein bisschen weiter nach oben hin und zwar genau unter unserem Fenster, also über unseren Fenstern eher gesagt. Lassen wir einfach 2 Blöcke Platz und schlagen dann hier auch nochmal so ein gleiches, also ein 3x2 großes Fenster einfach mal rein. Auf der anderen Seite genau das gleiche. Unter unserem Fenster 2 Blöcke Platz lassen und dann hier kommt wieder das gleiche Fenster rein. So, dann haben wir die Seite schon mal ein bisschen fertig. Geht es weiter. Wir gehen jetzt einmal zu unserer Garagenseite. Hier unter unserer einen polierten Analysietreppe hier oben in der Mitte schlagen wir auch nochmal einen Block einfach mal weg. Biegen dann ab hier einmal zu unserer Seite. Auf der rechten Seite von unserem Haus befinden wir uns jetzt. Hier kommen nochmal 3 Fenster hin. Das gleiche Maß wie unsere Fenster so sind. Also ein 2x3 großes Fenster. Ich würde mal sagen, wir beginnen hinten einfach mal zu zählen. Ich lasse jetzt hier wieder 2 Blöcke Platz und natürlich ein. Und dann schlage ich mir hier wieder ein 2x3 großes Fenster rein. Darüber 2 Blöcke Platz lassen und das gleiche Fenster hier nochmal reinschlagen. So, jetzt haben wir schon mal die Ebene hier von oben von dem Fenster. Da gehe ich jetzt einfach mal zur anderen Seite, lasse mir hier auch wieder 2 Blöcke Platz und schaue mir dann hier so ein Fenster rein. So, dann haben wir die rechte Seite auch schon mal alles freigehauen. Jetzt begeben wir uns mal auf unsere Rückseite hin. Ich würde mal sagen, wir fangen eher auf der linken Seite hinten an. Ich lasse mir jetzt hier einfach mal 2 Blöcke Platz und schlage mir jetzt hier eine Breite von 4 Blöcke und Höhe von 4 Blöcke einfach mal frei. Das ist dann natürlich hinten, wo wir dann zum Garten rauskommen, unsere Tür, also unsere Rückseite, ne? Ja, dann geht es einfach mal weiter hier zur Seite weg. Da lasse ich mir jetzt 3 Blöcke Platz, schlage mir dann hier wieder unser Fenstermaß einfach mal rein. Dann lasse ich mir hier 4 Blöcke Platz und haue mir wieder so ein Fenster einfach mal rein.
So, jetzt würde ich mal sagen, wir gehen wieder auf der linken Seite. Ich lasse jetzt hier oben, oder sagen wir hier unten von unserem Hintereingang, einfach mal zwei Blöcke nach oben, einfach mal hier so Platz und schlag mir hier wieder ein 2x3 großes Fenster einfach mal rein. Und jetzt gehen wir einfach mal zur Seite weg. Da lasse ich mir jetzt drei Blöcke Platz und schlag mir hier nur so drei Blöcke weg. Das ist so mehr so ein kleineres Fenster. Dann lasse ich mir vier Blöcke Platz, schlag mir hier wieder ein 2x3 großes Fenster rein. Gehe wieder zur Seite weg, drei Blöcke Platz lassen und wieder so ein ganz kleines Fenster nur von drei Blöcken einfach mal weghauen. So, dann haben wir die Rückseite auch schon mal freigehauen und jetzt gehen wir natürlich noch auf die letzte Seite hier, auf die linke Seite von unserem Häuschen. Da befinden sich nur zwei Fenster und zwar natürlich auf der Rückseite. Da lasse ich mir dann hier zwei Blöcke wie immer Platz unten ein und dann haue ich mir hier wieder mein 2x3 großes Fenster rein. Zwei Blöcke darüber, ne, schlagen wir hier nochmal so ein Fenster einfach mal frei und wenn wir das haben, sind alle Fenster und Türen freigehauen. Jetzt würde ich sagen, beginnen wir erstmal die Fenster zu bestücken. Wir schnappen unsere Purpurstufen und zwar bei allen Fenstern, die wir jetzt bei unserem Haus haben, außer bei der Garage, platzieren wir unten wie oben noch. Haben wir denn unsere Fenster mit unseren Purpurstufen bestückt, geht es weiter natürlich erstmal mit den Glasblöcken. Die will ich mir jetzt einmal, sag ich mal, hier vorne bei unserer Garage einfach mal gleich in unser Mauerwerk einfach mal reinhauen. Und die anderen Fenster werde ich jetzt einfach mal mit den Glasblöcken von hinten einmal hier so veredeln. Das heißt, man kann dann später das Häuschen auch wieder mit einer Tapete einrichten. Das heißt, dann kannst du ja Raum für Raum wieder gestalten mit einer anderen Wandfarbe. Naja, ansonsten stücken wir dann hier einfach mal das ganze Haus mit Fenstern noch aus. Wenn wir dann unsere Fenster bestückt haben, geht es jetzt weiter natürlich noch mit unserer Haustür, unserer Garage und natürlich auf der Rückseite, wo wir dann in den Garten kommen. Da beginnen wir jetzt auch erstmal. Ich platziere mir unten hier natürlich nicht gleich erstmal ein paar Glasblöcke hin, sondern erstmal eine Steinblockschicht. Darauf setzen wir dann einfach mal unsere Glasscheiben bis oben hin. Und wenn wir das soweit haben, können wir darunter, wie man sagen, noch eine Steinstufenschicht uns platzieren. Weiter geht's dann mit unserer Haustür vorne. Da setze ich mir jetzt auch erstmal eine Steinblockschicht. Ich mache jetzt natürlich auch Stufen hier ein paar Blöcke. Einfach mal unten, einfach mal hin. Dann platziere ich mir an den Seiten einfach mal polierte an die Siehtreppen. Mit der Rückseite natürlich in die Mitte. Auf der anderen Seite mache ich mir auch nochmal welche hin. Ganz oben in der Mitte mache ich dann eine umgedrehte hin. Und dahinter würde ich mal sagen, weil ja Flenders bei seiner Haustür so ein paar Glasscheiben an den Seiten hat. Einfach mal drei Glasblöcke auf jeder Seite, nochmal auf der Rückseite. So, dann geht es weiter auf der Vorderseite. Da würde ich nochmal eine weitere Steinblockschicht hier einfach mal von drei Blöcke nochmal vorne platzieren und dann nochmal ja, so eine kleine Stufenschicht vorne ran, damit man auch ganz einfach hochkommt. Dann lassen wir die Haustür erstmal in Ruhe und dann geht es weiter bei unserer Garage. Da schnappen wir mal unsere orange Keramik und können jetzt hier einfach mal, ich setze mal das Garagentor einen Block weiter nach innen und setze dann hier einfach mal das Türchen zu. Ja, das Blockmaterial kann man dann wegtun und dann würde ich sagen, gehen wir wieder an unsere Kiste ran. Denn um weiterzubauen, holen wir uns einfach mal ein bisschen Keramik raus. Polierte Granitstufen. Eichenstamm empfehle ich euch einfach mal. Ihr könnt auch jeden anderen Stamm nehmen, ist eigentlich egal. Dann Fichtennadeln, die sind eigentlich relativ wichtig, weil bei Flenders Häuschen, die Bäumchen an den Seiten, die waren schon relativ dunkel von der Blattfarbe und Fichtennadeln ist halt so das Dunkelste, was wir haben. Dann würde ich noch sagen, nehmen wir Tropenbaumfalltüren holen wir uns raus, ein bisschen violette Wolle, orange Wolle. Dann holen wir uns noch Akazienfalltüren raus und grobe Erde. Wir beginnen erstmal uns den Schornstein bei unserem Flenderhäuschen noch ranzubauen. Da schnappen wir uns mal unsere Keramik und fliegen hier auf die rechte Seite von unserem Haus hin. Hier haben wir drei Fenster uns hingezogen. Unten hier bei diesem einen Fenster lasse ich einfach mal zur Seite weg eine Blockreihe Abstand, setze mir auf den Boden dreimal Keramik. Da würde ich mal sagen, jetzt hier auf der Seite vom Fenster können wir hier einmal die Schicht schon ein bisschen nach oben ziehen. Hier können wir auch das Dach ein bisschen weghauen. Und ich mache den Schornstein einen Block höher als unser Dach ist. Gleich daneben die eine, also die weitere Schicht, die ziehe ich mir auch nochmal auf die gleiche Höhe einfach mal hier so ein bisschen hoch. So. Und dann würde ich sagen, haben wir ja noch eine dritte Schicht, die ziehe ich mir jetzt aber nur auf eine Höhe, würde ich mal sagen, von unserem Fenster, also ein Block so ein bisschen unter unserem Fenster, ziehen wir das Ganze hier hoch. Ganz oben bei unserem Schornstein kann man jetzt entscheiden, wie sind die hier auf eine Zweier oder auf einer Breite hier einfach mal lassen. Dann sieht das Ganze natürlich so aus. Ich will es mir noch ein bisschen dicker machen. Das heißt, einfach mal schlag hier wieder ein bisschen Dach weg und mache mir den ganzen Schornstein hier auf eine Zweierbreite statt einer Breite. Und dann sieht das Ganze natürlich so aus. Wenn wir den Schornstein fertig haben, geht es weiter. Ich würde mal hier sagen, als nächstes haben wir den Eichenstamm und unsere Blätterchen. Das geht jetzt ran an die Bäumchen. Wir fangen jetzt erstmal auf der Rückseite an. Die sind ein bisschen einfacher. Bevor wir jetzt hier uns den großen Nadelbaum hier einfach mal hinziehen. Und zwar auf der Rückseite richten wir uns hier einfach mal von unserer
von unserem Hintereingang mal ein bisschen aus. Ich lasse jetzt einen Block frei, setze mir hier einen Baumstamm hin. Darauf unsere Nadel hin, die mache ich mir jetzt, sage ich mal, auch ein bisschen vorm Fenster. Ja, bei Flenders wachsen die Bäumchen auch ein bisschen vorm Fenster. Hat er wohl vergessen, ein bisschen zu schneiden, aber macht ja nichts so. Ich würde dem Baum so etwa, ja, ich würde nicht sagen, wir machen jetzt hier alles komplett einfach mal zu. Wir lassen das Fenster so ein bisschen noch offen, dass ein bisschen Licht reinfällt. Dann machen wir noch einen zweiten Baum hin. Jetzt haben wir hier das eine Fenster zur Seite. Wieder einen Block freilassen. Baumstamm unten hin. Und dann ziehen wir hier auch ja, die Nadelblätter hier einfach mal ein bisschen nach oben. Ne, so. Ja, würde man sagen. Ja, dass das Fenster halt nicht komplett zu ist. Jo, dann haben wir zwei Bümpchen auf der Rückseite. Das reicht uns auch. Dann geht es weiter jetzt hier auf der linken Seite von unserem Häuschen. Da würde ich mal sagen, fangen wir vorne an zu zählen. Ich lasse jetzt hier einfach mal drei Blöcke vorne Platz. Setzen wir drei Baumstämme hin, das Ganze mache ich auf eine Zweier Dicke. Und dann würde ich sagen, können wir jetzt hier erstmal die goldene Mitte bis einfach mal hier unter das Dach ein bisschen ziehen. Und dann würde ich sagen, hier die vordere Hälfte, die machen wir auch nochmal ein bisschen höher. Ich würde mal sagen, das Ganze lassen wir auch einen Block so ein bisschen über unser Häuschen überstehen. Dann wollen wir natürlich unser Bäumchen noch ein bisschen bestücken, so ein bisschen kahl sieht er natürlich nicht aus. Ich fange jetzt einfach mal an den Seiten an. Ich fange jetzt hier vorne einfach mal an, ich ziehe mir hier die Ebene, soll ich mal sagen, so hoch, dass ich oben noch zwei Blöcke so frei habe, auf der anderen Seite auch nochmal. Wir ziehen das einfach mal hoch, bis wir dann oben noch zwei Blöcke frei haben. Dann geht es hier hinten weiter ran. Hier ziehen wir uns das Ganze hoch, das würde ich mal sagen, noch so ein Block, ne? So ein bisschen niedriger das Ganze hier so machen. Auf der anderen Seite auch nochmal. So, ja, ein Block ein bisschen niedriger. Dann setze ich hier vorne in der Mitte einfach mal eine Ebene hin. Die setze ich mir, würde ich mal sagen, auch so hin, dass wir eine Blockreihe niedriger sind. Daneben mache ich mir nochmal zwei weitere Ebenen. Die mache ich mir jetzt aber, würde man sagen, zwei Blöcke niedriger, als jetzt hier die Mitte ist. Ziehe ich mir das Ganze hin. Ja, mache ich einfach mal. Und dann möchte ich mir noch bei unserem Bäumchen an der Seite ein bisschen was platzieren. Ich setze mir jetzt hier einfach mal zwei weitere Blöcke hier an der Seite hin. Die Rückseite ziehe ich mir so hoch, dass ich, würde mal sagen, ein Block niedriger, als jetzt hier vorne ist. Dann setze ich mir eine zweite Reihe hin. Die lasse ich jetzt hier so einen Zweierblockstand ein bisschen kleiner. Unten lasse ich jetzt einen Block halt so frei und setze mir hier dann noch so drei weitere Blöcke hin. Und dann haben wir hier oben wieder so einen Abstand von zwei Blöcke. Andere Seite natürlich das gleiche Spiel. Ich setze mir unten erstmal zwei Blöcke hin. Die Rückseite hier ziehe ich mir hoch. Ich würde sagen, halt einen Block niedriger, als das jetzt hier so ist. Zweite Reihe, zwei Blöcke so ein bisschen Abstand lassen. Unten einen Block halt freilassen und dann setze ich mir vorne einfach mal drei Blöcke hin. So, dann haben wir unser Nadelbäumchen hier an der Seite auch schon mal fertig gezogen. Wenn wir das haben, geht es weiter mit unserem Falltüren. Wir folgen hier so ein bisschen unserem Plan. Ich setze jetzt eine Falltür hier einfach vorne ran an unser Garagentor hier oben ans Fenster. Dann würde ich mal sagen, man kann auch gerne jetzt andere Falltüren verwenden, aber ich nehme jetzt einfach mal die gleichen, finde ich irgendwie passend hier zur Farbe und setze mir hier noch ein paar Fensterläden hier einfach mal oben hin. Aber das mache ich nur bei diesen zwei oberen Fenster. Alle anderen Fenster haben das bei unserem Häuschen nicht. Dann kommen wir weiter zu unserer Wolle. Und zwar bei unserer Haustür oben ist noch so ein kleines Vordach. Da machen wir das hier einfach mal mit Wolle ein bisschen so. Oder stellen das ein bisschen da. Am Ende bleibt uns dann natürlich noch die Akazienfalltüren und grobe Erde übrig. Und zwar auf der Vorderseite unter unseren beiden Fenstern haben wir noch ein paar Blumenkästen. Die können wir natürlich hier so ein bisschen mal mit grobe Erde so ein bisschen darstellen. Und Akazienfalltüren werden das Ganze ein bisschen halten. Das ist wie unser kleiner Topf. Und wenn wir das soweit haben, können wir das Blockmaterial wieder wegtun und gehen wieder an unsere Kiste ran. So, als nächstes empfehle ich euch ein bisschen Grünzeug euch rauszusuchen. Ich nehme jetzt beispielsweise nur mal Gras, das kann sich vielleicht bei mir auch noch ändern. Also erstmal nur beispielsweise nehme ich mir mal Gras raus. Hol mir doch ein paar Eisengitter raus, dann würde ich noch sagen, ein paar Steintreppen sollten wir auch noch haben. Und dann noch ein paar Schwarzeichentüren. Ja, wenn wir das bisschen dann auch wieder zusammen haben, legen wir los. Und zwar die Schwarzeichentür wird unsere Haustür vorne sein. Die setze ich mir jetzt einfach mal rein. So, sieht ja schon mal etwas denn aus. Bei unserem Grünzeug, das ist natürlich jetzt hier für unseren Blumenkästen ein bisschen gedacht. Wie gesagt, da kannst du auch gerne was anderes nehmen. Einfach nur beispielsweise nehme ich das erstmal. Dann geht es weiter mit der Steintreppe. Die wollte ich mir noch gerne bei unserem Garage hinsetzen. Das ist so ein kleiner Griff, den ich mir einfach mal hier noch ransetze. Und dann bleiben noch die Eisengitter übrig. Das soll so eine kleine Antenne sein. Die können wir uns hier oben einfach noch ein bisschen hinbasteln. So eine kleine Antenne kann man sich ja dann oben drauf basteln. Das wäre dann aber von der Spiele-App mehr so eine Antenne. Bei den Folgen der Simpsons hatten die das meistens eher nicht drauf, aber ich denke mal, noch kann man noch machen. Ja, und dann ist dann unser Flendershäuschen damit auch durch. So sieht das dann natürlich aus in der originalen Farbe. Jetzt kann man sich natürlich noch den Garten machen, natürlich das Häuschen noch einrichten. Da muss ich auch noch gucken, wie ich es machen will. In den Folgen sah man immer mehrere Versionen, wie das aussieht. Mal war das Schlafzimmer an der Seite hier, mal war es vorne bei Flenders. Mal gucken.
Ja, aber ansonsten, was kann ich euch noch sagen? Ihr könnt natürlich noch hier ein bisschen Gras auf eurer Wiese platzieren, damit das nicht so ganz kahl ist, nicht so ganz ordentlich hier alles gemäht. Irgendwo könnten ja immer noch so ein paar Grasbüsche platziert werden. Ja, ansonsten brauchen wir das ganze Blockmaterial nicht mehr. Man kann sich natürlich dann auch noch hier von der Garage so eine kleine Auffahrt zeichnen. Bei Flenders war auch eigentlich noch so ein kleiner Trampelpfad mit Steinplatten hier vorne. Ich weiß jetzt gar nicht, ob man die so ein bisschen hervorheben will. Ich mache es jetzt einfach mal. Kann man sich ja auch noch so ein bisschen hier zeichnen. Natürlich auch ein kleiner Briefkasten, der sollte auch nicht fehlen. Kann man natürlich auch Flenders raufschreiben. Denn alle, die zu Besuch sind, die erkennen, aha, das ist Flenders Häuschen. Dann sind wir natürlich hier mit Flenders Häuschen so fertig. Ich mache mir jetzt natürlich noch ran, das Ganze einzurichten. Und dann würde ich mich jetzt hier vor Flenders Häuschen natürlich noch Safety hinstellen. Und wenn ich Safety stehe, hören wir uns dann zur Tour wieder. Also, haust rein und tschüss.